Listen and enjoy the deep red radio pod. Tod am Mississippi. Im Juni 1964 werden die drei Bürgerrechtler James Earl Cheney, Richard Schwerner und Andrew Goodman im US-Bundesstaat Mississippi ermordet. Ein Afroamerikaner und zwei weiße Juden, die im Süden unterwegs waren, um der schwarzen Bevölkerung bei den bevorstehenden Wahlen zu helfen und diesbezüglich politische Aufklärung zu leisten. Nach einer langen Ermittlung durch das FBI, die nicht von allen weißen Bürgern und Amtsvertretern gewünscht war, fand man die Täter unter den Mitgliedern des Ku Klux Klans. Ein schwarzer Mitbürger war nichts wert in dem weißen System im Süden der USA. Rassismus gab es sicher im ganzen Land, aber nirgendwo war es so salonfähig wie hier. Als man nach den drei mutmaßlichen Toten, Vermissten, am vermuteten Ort sucht, fand man zuvor mindestens 7 Leichen von Afroamerikanern, um die kein großes Aufhebens gemacht wurde. Viele sagten, der Fall würde nur so stark aufgeblasen werden, weil auch 2 Weiße zu Schaden kamen. Selbst FBI-Chef J. Edgar Hoover soll erst nach erhöhtem Druck von Lyndon B. Johnson auf den Fall reagiert haben. Diese erschütternde, reale Kriminalgeschichte wurde mehrfach medial aufgearbeitet. Die bekannteste Version dürfte Alan Parkers Mississippi Burning von 1988 gewesen sein, prominent besetzt mit Gene Hackman und Willem Dafoe als FBI-Agenten. Doch noch bevor sich die USA selbst 1975 in der dokumentarischen Fernsehproduktion Attack of Terror – The FBI vs. The Ku Klux Klan auseinandersetzte, wurde am 27.06.1974 im Fernsehen der DDR, der deutschen sogenannten Demokratischen Republik, die Aufarbeitung dieses Vorfalls ausgestrahlt. In einer Eigenproduktion. Die Botschaft war einfach und vorsichtig gesagt auch polemisch, denn die Aussage wird immer wieder deutlich. In den USA gibt es nur Hass. Der Klassenfeind ist böse. Man sollte aber nicht behaupten, dass die DDR-Verfilmung verlogen sei. Das würde zu weit gehen. Man verspürt sogar eine gewisse Vorsicht. Die beiden ermittelnden FBI-Agenten werden nämlich von tschechoslowakischen Darstellern gespielt. Keine Deutschen. Vielleicht wollte man den Mund dann hier doch nicht so voll nehmen, denn der Zweite Weltkrieg und all seine grotesken und menschenverachtenden Mitgeschehnisse waren noch nicht so lange her. Gerade mal 30 Jahre. Frei von Schuld sein und den erhobenen Zeigefinger schwingen, wollte da wohl auch niemand. Das ist auch vielleicht zu viel Interpretation, aber man fängt automatisch an, die Gedanken kreisen zu lassen. In der DVD-Veröffentlichung von Tod am Mississippi, inszeniert und geschrieben von Ralph J. Böttner, erfährt man keine Hintergründe. Und das ist Studio Hamburg Enterprises auch kaum vorwerfbar, denn es finden sich kaum Informationen zur Entstehung im Internet oder Büchern. Selbst das Thema Ausstattung und Redaktionsarbeit bietet so viele spannende Wissenslücken, dass ein aufklärender Text oder eine Dokumentation wünschenswert sind. Aber darum hätte man sich früher kümmern müssen, denn mittlerweile sind die meisten der Mitwirkenden nicht mehr erreichbar. Ein Krimi mit Justizfilmanteil und dokumentarisch anmutender Rahmenerzählung ist 1974 zum Mord an den drei Männern durch den Ku Klux Klan entstanden, der sich zu entdecken lohnt. Nicht nur, weil die Geschichte zu schrecklich ist, um sie nicht zu kennen, sondern auch, weil eine DDR-Produktion, die ein Bild der USA in Berlin und Brandenburg darstellt, und das sogar ziemlich glaubhaft, mal abgesehen von manchen kurzen Ausbrüchen ins Dialektische oder den Polizeiuniformen, tatsächlich etwas Eigenartiges in sich birgt. Redaktionell, darstellerisch und vor allem in Bezug auf den eigenen, nicht sehr ruhmhaften Umgang der DDR mit andersartigen und andersdenkenden Menschen im eigenen Land. Auch wenn es dabei nicht unbedingt um Hautfarben ging, sondern um innere Überzeugungen.